Es geht nämlich jetzt darum, mit diesem Küchenpapier das Plastikrohr und diese Folie hier aufzuladen. Jetzt reiben wir hier drüber und dabei bleibt es dann schon ganz flach drauf liegen. Daran sieht man, dass es aufgeladen ist. So, dasselbe machen wir jetzt hier mit dieser Stange. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Es wird auch ganz warm. Ja, genau, das ist noch ein ganz anderer Effekt. So. Und jetzt nimm mal dieses Ding und schmeiß es richtig in die Luft, sonst bleibst du nämlich an der Hand kleben. So. Und, genau. Und dann kann man es schweben lassen. Ja, genau. Oh, wieso und das ist nicht nur ein wunderschönes Experiment. Ja, sondern auch extrem applauswürdig. Genau. Super. Ja, warte mal, ich lasse es mal landen. Oh ja, bleib mal genauso stehen. Nicht bewegen, bitte. Achtung. Toll, toll. Wie funktioniert das? Ja, das ist ganz einfach. Das Ding sucht sich immer den intelligentesten Menschen im Saal. Und ja, toll, nicht? Oder den Schulz. Da habe ich ja nochmal richtig Glück gehabt. Nein, also tatsächlich ist es so, dass beides sehr stark negativ aufgeladen ist. Und Minus und Minus stößt sich einfach ab.